Was kannst du eigentlich? Ja, nehme ich das jetzt oder, meine Freunde, nehme ich das? Ich grüße euch recht herzlich, ja. Jo, meine Freunde, ich lasse das mal so stehen. Ich hoffe, meine Mütze gefällt euch. Kommt ordentlich Sound raus. Habe ich gerade noch aus dem Keller gekramt. Und ja. Da kann man sich dran erinnern. Also das war ein sehr schönes Weihnachten, um das mal halt jetzt den Übergang zu kriegen. Ja, leider ist dieses Jahr halt alles ein bisschen Kuddelmuddel, ein bisschen viel Kuddelmuddel. Das Jahr fing schon ziemlich steinig an. Und ja, was soll ich euch sagen? Es zog sich so durch. Und wir sind jetzt einfach froh, dass es zu Ende geht, das Jahr. Morgen schön mit den kurzen Weihnachten feiern, Silvester. Und dann hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr alles irgendwie ein bisschen wieder mehr geradeaus läuft. Ich meine, um das jetzt nicht weiter zu vertiefen, viel Stress, auch klar, schöne Momente dazwischen gehabt. Ich meine, wenn ich jetzt für euch hier Videos mache oder so, ist klar, dass man da nichts von sieht oder was mich gerade beschäftigt oder ne, was da so nebenbei abgeht oder ne, macht man ja nicht. Vielleicht irgendwann mal oder so, wenn man halt etwas mehr cooles Publikum hat, die Bock haben auf meinen Kanal. An dieser Stelle erstmal vielen Dank. Ja, mittlerweile 570, glaube ich, habe ich gesehen, Abonnenten. Finde ich super. Das bedeutet, ja, dass da 570 Menschen irgendwo sitzen, die Lust auf meine Videos haben, die das toll finden, was ich mache. Und dafür möchte ich mich jetzt nochmal zum Ende des Jahres nochmal herzlich bedanken. Und das gibt mir halt auch immer so diesen Schub oder was, um das auch weiterzumachen. Wirklich, dass da Leute sind, die da Bock drauf haben und so, ne, eine Community aufbauen halt zu den Hobbys, was ich halt da so an Videos bastle für euch. Und ja, also das freut mich schon echt, muss ich schon sagen. Also finde ich richtig klasse. Ja, ansonsten, ja, ne, ich denke mal, auch wenn ich nicht näher drauf eingehe oder was, ich glaube schon, dass der eine oder andere von euch auch da seine Geschichten hat oder ne, dass auch nicht immer alles glatt läuft. Aber gut. Nützt ja nichts, ne? Irgendwie muss ja mal weitergehen und ich bin da auch ganz guter Dinge, dass das nächstes Jahr wieder alles irgendwie in vernünftigeren Bahnen läuft und ja, schauen wir mal. Weihnachten, wie gesagt. Ja, und dann, was haben wir denn am 1., genau, jetzt am Sonntag, am 1. Feiertag fahren wir in ein IMAX-Kino. Da werde ich vor Ort dann halt auch einen Short noch machen. Und wir schauen uns halt Avatar 2 an. Da freue ich mich riesig drauf. Meine Frau und der Kurze. Da haben wir richtig Bock drauf. Und das wird bestimmt richtig klasse. Da werde ich dann auch ziemlich zeitnah auch eine Review machen. Klar, von dem Film, wie ich ihn finde. Ich war auch noch nie im IMAX-Kino. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in so einem Apparat wart. Und ich stelle mir das schon richtig geil vor und deswegen, ich dachte mal, komm, der Film, der ist auf jeden Fall wieder so bildgewaltig und
das kann in einem IMAX-Kino nicht verkehrt sein, ne? Gehe ich mal stark von aus. Ja, ansonsten, was habe ich noch für meine Spinnenfreunde? Da habe ich noch gestern ein schönes Video gemacht. Das werde ich auch noch hochladen. Schaut es euch an. Ist wirklich ein tolles Video halt von der Fütterung, die zwar nicht so gelaufen ist, wie man sich das sonst vorstellt, aber ich bin halt wirklich dabei stehen geblieben, habe das Handy auch immer, die Kamera immer wieder korrigiert und so, wie gesagt, aber es war einfach schön mit anzusehen, wie halt sich die Spinne und das Futtertier, eine Heuschrecke, halt verhalten haben. Und kann ich euch nur nahelegen. Ansonsten, klar, kurze Shorts mache ich ja immer zwischendurch rein, um euch da halt was Schönes zu zeigen oder halt die Tiere schön, also eine schöne Perspektive halt zu bekommen. Und ja, was haben wir noch? Ich hätte jetzt noch einen Kultfilm für euch. Da habe ich jetzt auch überlegt, wo wir da sind. Erstmal, Moment, wo sind wir denn da? Wir sind auf Platz 20, hätten wir. Den kann ich euch in einem separaten Video vielleicht noch vorstellen. Dann würde ich jetzt höchstens einen Filmklassiker euch zeigen. Obwohl, jetzt habe ich mich gerade vertan, Freunde. Einen Moment, jetzt rede ich gerade Blödsinn. Nein, also mein Kultfilm wäre jetzt Ghost, Nachricht von Sam. Das ist für mich ein richtig, richtig geiler Film. Den finde ich so toll und also für mich auch von Patrick Swayze einer mit der schönsten Filme, ganz klar, mit Whoopi Goldberg und Demi Moore. Ich finde den so geil und auch zu dieser Jahreszeit kann man sich den gut anschauen. Passt einfach. Ist einfach ein rundes Ding. Also ich denke mal, dass die meisten von euch den Film gesehen haben und von daher gibt es auch nicht viel zu sagen. Das ist wirklich eine tolle Geschichte und macht immer wieder Spaß, den zu gucken. Also nimmt mich immer wieder mit, berührt mich und klasse. Auch Humor genug drin. Zwischendurch echt ein paar richtig coole Lacher. Und ja, es kann halt alles schnell vorbei sein. Ne? Das sollte man nicht vergessen. Und deswegen sollte man eigentlich auch dann sich über jeden Tag freuen. Ne? Und nicht so viel Müll mit sich rumschlüren. Und da bin ich eh auch leider, was das angeht, Experte drin. Immer zu viel im Kopf zu haben. Und ja, so nebenbei. Ja, Ghost-Nachricht von Sam. Ich meine, ich habe auch noch einen Trailer für euch. Muss ich mal einmal schauen, was ich da habe. Aber ich glaube, nee. Das ist Stirb langsam. Genau, das wollte ich euch eigentlich bei den Filmklassikern reinpacken, weil ich das bei der Jigsaw gesehen habe, also auch ein Kanal. In Jigsaw könnt ihr mal schauen. Die macht das auch richtig toll. Hatte ich auch schon ein Video gemacht, wo sie halt auf der Comic-Con war. Und ich habe halt quasi ein bisschen Werbung für sie gemacht, weil sie halt da war und es wirklich sehr interessant war, sich das anzugucken. Ja, und letztens hat sie halt auch hier als Weihnachtsfilm Stirb langsam drin gehabt. Deswegen wollte ich den jetzt halt auch mal nehmen, weil ich finde, das passt schon. Jetzt der erste Teil, klar, spielt da ja zur Weihnachtszeit. Aber ansonsten, finde ich, kann man die wirklich auch alle zu der Jahreszeit halt sich anschauen. Ich habe jetzt den dritten Teil habe ich mir rausgepickt, weil ich den doch von allen... Der erste ist auch schon geil, ne? Machen wir uns nichts vor. Also der erste ist schon geil. Der zweite auf dem Flughafen, ja, der hat auch was, aber der dritte ist für mich eigentlich der stärkste, ist meine Meinung. Schreibt in die Kommentare, was ihr meint. Ich finde den dritten wirklich am stärksten und würde sagen, schauen wir uns mal eben nochmal den Trailer an, ne?
sind wir gleich wieder drin. Waschtag. Ja, lassen wir mal erstmal so stehen. Dann werde ich das Video jetzt halt auch Filmklassiker nennen und Weihnachtsgequatsche und wie auch immer. Lasse ich mir gleich noch einen Titel einfallen. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal weg. Mein Filmklassiker Stirb langsam, die Reihe. Kann man sich zu dieser Jahreszeit gut geben. Definitiv. Teil 3 ist für mich persönlich halt der stärkste von den 4 Teilen. Und ganz geil. Ganz geil. Bruce Willis geht eigentlich immer. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ja, also, was haben wir noch? Ja, sonst ist nicht mehr viel. Hier und da knall ich, wie gesagt, mal einen Short rein. Ich habe ja auch diese Umfrage gestartet, habe halt auch schon auch gesehen, dass ihr da halt auch klar viel von den Tieren und von den Vogelspinnen sehen wollt. Mein Ziel ist es halt auch, das mit den Filmen halt noch ein bisschen auszubauen und hier und da halt auch mal ein bisschen was daddeln oder so, ne, wenn es zeitlich passt. Und ja, das sind so meine Sachen, die im Vordergrund stehen, und dann zwischendurch mal hier und da was für euch, ja, querbeet, ne? So, ich sehe es ja dann halt an den Aufrufen, an den gefällt's mir auch, wo ihr Lust drauf habt, was euch gefällt. Und von daher würde ich sagen, wünsche ich euch schöne ruhige Feiertage, genießt die Zeit mit euren Familien und kommt gut ins neue Jahr, falls ich jetzt so halt nicht mehr in der Form quatsche. Und ja, das Wichtigste, bleibt gesund, ne? Und ja, dann geht es im neuen Jahr weiter. Und ich freue mich über jeden Abonnenten. Von daher, Daumen hoch und love you more 3000, meine Freunde. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. I don't think so. Yeah. Get him and pull him down. Nice.